Einen wunderschönen guten Tag, liebe Boys und Girls. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge an einem weiteren Freitag zu Barbecue Madness in unserer relativ neuen Location. Und ihr seht, ein paar Sachen bleiben uns treu von draußen. Hier ist es so kalt, dass der Freshman hier irgendwie wie so eine Zwiebel in sechs Squared Jacken steht. So Leute, herzlich willkommen zurück. Große Folge heute, denn ihr seht es schon am Thumbnail, wir machen Rouladen. Das absolute Schmor-Klassik-Gericht überhaupt. Alle Omas da draußen, oder wenn ihr jetzt gerade uns zuguckt, holt eure Omas ran. Denn wir machen die besten Rouladen, die ich zumindest kenne. Oder die ich jetzt im Laufe der Jahre quasi gemacht habe. Und wir machen die aber ein klein bisschen anders als die klassischen Rouladen. Denn klassische Rouladen, Freshman, was ist da so die Füllung? Ist eigentlich ein bisschen wie Gemüsegarten. Ganz klassische? Ja. Senf, Gurken und Zwiebeln. Ja, du hast eigentlich so Julienne, also so kleingeschnittenes, dünnes, gestreiftes Gemüse, eigentlich auch noch Möhren und Sellerie mit drin. Das wusste ich im Original. Ja, und das ist irgendwie wie so eine Frühlingsrolle für Deutsche. Fleischesser. Genau. Das mag ich nicht so gerne. Es gibt natürlich auch nur Zwiebeln und Gürkchen. Wir machen das ein klein bisschen anders, beziehungsweise bei uns ist die komplette Füllung auch Zwiebeln und Gürkchen, allerdings machen wir innen drin noch so ein bisschen was anders. So, dann machen wir so einen geilen Sud dazu, ne, das ist ja auch das Wichtigste, weil das drumherum muss ja auch mega geil schmecken. Und wie wir das machen und warum das so mega geil ist und was wir als Unterlage verwenden und warum diese Rouladen, eure Rouladen zu Hause, zu Weihnachten ablösen werden, seht ihr und das noch viel, 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 viel mehr nach dem Intro. Willkommen zurück, liebe Leute. Schönes Intro gemacht, Freshman. Den habe ich übrigens gar nicht erwähnt. Nein. Der Freshman ist wieder an The Winking Machine hinter der Kamera. Kamerakind Niklas. Jawohl. Okay, Leute. Bevor wir jetzt aber anfangen, muss ich einmal Props rausgeben. Und zwar der liebe Alex hat uns geschrieben. Der bastelt nämlich irgendwie, ich weiß gar nicht, ob der es bei Etsy macht oder so. Das weiß ich auch nicht. Aber der bastelt auf jeden Fall richtig geile Flaschenöffner. Und dem ist aufgefallen, dass immer, wenn wir hier unser Bier an unserem richtig geilen Flaschenöffner am Fred aufmachen, dass die Dinger runterfallen. Und da hat er uns, Leute, und hier Props gehen echt raus, ne? Hat er uns dieses nice Ding gebastelt. Guck dir das mal an, Freshman. Hier, you had me at bacon. It is true. Alex, Props an dich. Guck mal hier sogar mit Bernhard. Öffner. Wahnsinn. Sehr cool. Hier kommt dann noch ein Glas rein, ne, dass die Dinger aufhängt. Und dann, Alex, nächstes Jahr, so Januar, Februar, machen wir hier eh die ganze Location. Dann kommt das da hinten, kriegt das den Ehrenplatz. Ne, Freshman? Ja, auf jeden Fall. Nice, Leute. Nice. Okay. So. Gut, Leute, also ich habe ja gesagt, wir machen nicht die ganz klassischen Rouladen, sondern wir sind ja hier bei Barbecue Madness, also machen wir die ein bisschen verrückter und natürlich im Barbecue-Style, Leute. Und ne, jetzt ist es Ende des Jahres und ihr habt euch gefragt, das ganze Jahr, Freddy, warum machen wir so viele geile Sachen für unseren Barbecue-Kühlschrank? Können wir die nur auf Burger legen? Leute, nein! Denn ich blende hier oben mal ein. Vor zwei, drei Wochen haben wir nämlich unsere mega geilen eingelegten Gurken gemacht. Ist ja nice. Was brauchen wir denn für Rouladen innen drin, Freshman? Zwiebeln. Ja, genau. Zwiebeln haben wir nämlich auch, Leute. Das sind die Bloody Onions. Ihr könnt auch die geilen Zwiebeln nehmen. Blende ich hier oben auch nochmal ein. Also, das sind alles Sachen, die ihr auch für so geile Schmorrezepte verwenden könnt. Mannigfaltig. Deswegen lohnt es sich, euren Grundstock zu Hause einfach aufzufüllen und einfach alles nachzumachen, was wir hier machen. Freshman. So, weg mit den Dingern. Die brauchen wir auch. Das ist das Inlay quasi. Okay, was wir natürlich noch brauchen, Leute, ist Fleisch. Und da habe ich ja auch was vorbereitet. So, ha, Leute, Premium Bacon from Outer Space. Also, das sage ich euch gleich hier. Wir haben hier richtig schöne Rouladenteilchen. Also schon vorgeschnitten, Leute. Ich packe euch das mal an hier, damit ihr das seht. Alright, jetzt aber. Also, hier sind schon vorgeschnittene Rouladenteilchen. Das kommt, das Fleisch, aus der Oberschale. Hier hinten quasi. Keule ist das, oder hier hintere Bein, was darunter geht, ist mit das eins der größten Stücke oder größten Muskeln des Rinds. Deswegen kriegen wir hier auch so schön lange Lappen raus. Ne? Kennst du hier noch, warst du Kiss-Fan? Mhm. Ja,
man sieht ja auch hier, das ist ja relativ schönes Fleisch. Guck mal, Freshman. Wir haben hier schön ein bisschen aus. Intramuskuläres Fett. Also ist nicht komplett mager, nicht ganz schier. Nicht schier, schier quasi. Das ist ja schier wahnsinnig. Genau, das ist der schier Freshman. Ja, Wortwitz. Hammer. Schreibt mir einen Einzelchat für einen Freshman. Der hat einen mega guten Wortwitz gemacht heute. Okay, klassische Rouladen, Freshman. Senf, ne? Dann Zwiebeln, Gürkchen. Meistens brät man die Zwiebeln an oder sortiert die so ein bisschen. Ne? Also nicht sortiert, sondern sautiert die, also brät die scharf an, damit die halt so ein bisschen Schärfe wegnehmen und dann rollt man das alles ein. So, natürlich kommt dann noch so ein Stück Speck rein, Bacon. Halleluja. Genau, Leute. Aber ich weiß es, also nicht, dass ihr euch erschreckt, Bacon ist immer noch das Geilste überhaupt, ne? Ist überhaupt kein Ding. Aber ich finde es in so Rouladen viel geiler, wenn wir mit einer Mischung aus purem Fett, also Lardo und hier wunderschönen italienischen Parma-Schinken nimmt. Oh, guck mal, wie schön durchwachsen der ist. Ja, der sieht echt gut aus. Siehst du das? Siehst du das? Ja. Hier ist noch Schmuck dran. Jetzt siehst du? Nee, sehe ich. Mega gut. Okay, ich mache auch, klassisch nimmt man nur Dijon-Senf übrigens, Leute. Haben wir hier natürlich auch am Start. Ich mache gern so eine Mischung, weil wir reden ja da immer drüber, dass wir auch so eine Ausgeglichenheit zwischen Süß und Säure mögen, beziehungsweise, dass das einfach schmackhafter macht. Und deswegen nehme ich nicht nur süßen Senf, sondern hier auch ein bisschen, nicht nur Dijon-Senf, jetzt habe ich es schon vorweggenommen, sondern auch ein bisschen süßen Senf, den ich da reinstreiche. Dann kommen die geilen Zwiebeln drauf, dann schneiden wir unsere geilen Gürkchen drauf und dann rollen wir das Moped ein. So, zum Sud, Freshman. Der Sud, also wenn die Rouladen richtig schön sind, ne, und richtig weich und lecker, ist das schon mal geil. Aber ich finde es noch viel wichtiger, dass der Sud drumherum geil ist. Weil wenn du nur so eine schäbige Chemosoße hast, die da irgendwie so rumpimmelt dazwischen oder so aus der Tüte irgendwie reingeschüttet. Nee, Leute, wir machen uns heute eine schnelle und richtig tighte Soße selber. Dafür ganz einfach Röstgemüse. Der Freshman zeigt euch das nachher im Foodporn und Rezept gibt es natürlich auch. Ne, haben wir hier Röstgemüse, ich habe hier Petersilienwurzel, hier so Mirepoix, also nennt sich in der Küche halt so Röstgemüse. Ne? Und dann haben wir Zwiebeln. Und natürlich, weil es auch ein bisschen weihnachtlich werden soll, ein paar weihnachtliche Gewürze. Haben wir hier Pigment, haben wir Piment, haben wir Wacholder, haben wir ein paar Nelken und ein bisschen Muskatblüte hier, Marzis. Ach ja, und ein bisschen Zimt haben wir auch noch, ein bisschen Thymian hauen wir auch noch rein. Leute, wird einfach richtig geil. Das Ganze braten wir dann an. Hier gießen wir mit schönem Fond auf, ein bisschen Rotwein rein, Leute, ihr kennt das. Dann binden wir das ab, dann packen wir Plätze und so. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, weil es jetzt ein bisschen viel Info und wir machen Step für Step und dann seht ihr, wie die geilsten Rouladen für euch zu Weihnachten funktionieren. Und go! Sieht so gut aus, ne? Ey, wenn es das gibt, ich würde mir das als Gemälde zu Hause hinhängen, ne? Wie geil ist das? Du hättest schon so viel Gemälde an der Wand. Ich hätte Kunstgalerie. Falls es einen Verleger da draußen gibt bei Kunstgalerien, der hat Bock auf Bacon-Gemälde und Bacon-Art, einfach mal Bescheid sagen. Okay, Leute, jetzt haben wir hier frisch belegt. Eine Sache, legt nicht komplett bis hinten, sondern hier nur im ersten Drittel oder in der ersten Hälfte, weil wenn ihr umrollt, sonst könnt ihr das, quetscht ihr das vielleicht wieder raus hinten. Das wäre nicht so cool. Noch ein Trick, und zwar damit die Enden etwas gerader werden. Ne? Manchmal sehen die so ein bisschen zerfleddert aus. Ne? Eigentlich ganz einfach, wenn hier irgendwas raussteht, ne, Freshman, komm mal ran. Einfach hier so ein bisschen reintüddeln. Ne? Und dann habt ihr eine gerade Fläche und könnt gerade drehen. Und dann sieht es außen auch richtig schön tight aus.
Okay, wir haben übrigens eine Sache noch, wir haben plattiert so ein bisschen. Da seid ihr auch die Architekten, wie dick ihr in eure Rouladen beißen wollt. Die waren jetzt hier so einen halben Finger, halben kleinen Finger, ich habe Mädchenhände, halben kleinen Finger dick. War uns so ein klein bisschen zu dick, deswegen habe ich die jetzt noch leicht anplattiert. Da könnt ihr so ein Plattiereisen nehmen oder einfach unsere Gusspfanne von Bernhard, die ich hier oben einblende. Falls ihr die nicht habt, die macht auch richtig geiles Steak etc. Aber ihr könnt die auch zum Plattieren benutzen, mega tight. Okay, Freshman, dann machen wir jetzt einen Foodporn vom Rollen und dann geht's noch ans Bondage. Ne? Die Boys und Girls müssen ja hier auch ein bisschen beschäftigt werden. Dann zeige ich euch, wie wir das stecken, vernähen und was meine BDSM-Kenntnisse angeht, zeige ich euch dann auch noch. Hier haben wir schon unsere deutschen Zigarren gerollt. Übrigens, Leute, war mal das Lieblingsgericht der deutschen Rouladen nach Abstimmung. Ich glaube, so 60er Jahre oder so. Echt? Ja, auch, ich weiß noch, bei meiner Oma, die hat immer Rouladen gemacht. Bei uns gab es eher Kohlrouladen, also quasi mit Hacke. Das können wir auch mal machen. Auch geil. Auch ja. Geil. Aber Rouladen waren wirklich mal das deutsche Lieblingsgericht. So, Freshman, jetzt geht's ans Binden. Die einfachste Version ist, ihr nehmt hier die Seite, die ihr eingeschlagen habt, ne, und geht hier einfach, wie als würdet ihr nähen, so ein-, zweimal mit einem Stück, mit so einem Holzpiker rein. Das zeige ich euch auch gleich. Dann gibt es Rouladen, so Rouladenstecher. Dann gibt es natürlich auch diese Metallpiker. Macht da genau das Gleiche. Immer nur wichtig, hier diese Stelle zu verschließen, damit die halt nicht aufgehen. Ich habe die natürlich auch jetzt ein bisschen fester gerollt, also macht die nicht mega locker, aber zieht die auch nicht so richtig, dass zu viel Spannung drauf ist. So eine Mischung einfach gut festmachen, ist perfekt. So, was ich sehr gerne mache, dauert zwar ein bisschen länger, aber irgendwie sieht es schöner aus und ich finde es ein bisschen handwerklicher, ist halt das Ding binden. Ich zeige euch erstmal, wie wir die beiden Piker hier reinmachen und dann machen wir so ein Bondage-Intermezzo, Freshman, ne? Perfekt, das machen okay, wir. Okay, und das machen wir alles in einem Foodporn. Die Holzpiker. Der Metallpiker. Bondage für Anfänger. Bondage-Profi. Okay, Leute,
Jetzt haben wir die vier Techniken zum Binden von Braten, aber natürlich auch Rouladen gelernt. Nehmt euch da einfach das raus, was ihr am einfachsten und geilsten findet. Wenn ihr Bock habt, hier schnell reingepiekt, dann nehmt ihr diese Metallpieker. Die sind nämlich extra dünn, da kommt er nochmal viel besser durch als mit den Holzpiekern. Wenn ihr halt nur Holzpieker oder Zahnstocher zu Hause habt, nehmt ihr halt die. Und wenn ihr Bock auf ein bisschen Bondage habt, dann könnt ihr euch ja mal hier ins Binden eindingsen. Okay, die Rouladen sind fertig, die werde ich jetzt noch salzen und ein bisschen pfeffern. Denn Leute, wir wissen ja mit dem Salz, ne, wenn wir da drauf salzen, dann passiert Osmose, das heißt entzieht Wasser. Und wenn wir das jetzt so 10 Minuten, Viertelstunde vorher machen, wird das alles so ein bisschen tough. Deswegen entweder direkt vorher salzen, nachher salzen oder mindestens 45 Minuten vorher. Denn dann hat die Osmose quasi Kraft, das alles so ein bisschen mürbe zu machen. Genau, so, die legen wir jetzt weg, salzen die und dann kümmern wir uns hier ums Röstgemüse, die Mirepoix, und setzen das alles an, Leute. Heute, ihr könnt natürlich den Dutch Oven von uns nehmen. Den blende ich hier mal, wie viel Einblendung wir heute haben. Boah, weiß gar nicht, man kann nur 5-mal einblenden. Also wenn nichts mehr kommt, wisst ihr, geht nicht mehr. Können natürlich unseren Dutch Oven nehmen, aber wir machen das heute einfach mal, weil es neu ist. Hier in unserer neuen Kastenform, Freshman. Guckt da mal rein. Die haben wir ja vorgestellt letztens. Na, in welchem Video war das nochmal? Hackbraten-Folge. Wenn wir noch einblenden können, blende ich ein. Und die machen wir hier drin. Ich finde das ganz geil, weil man die so schön hier reinlegen kann. Sonst hast du ja so eine runde Form und weißt nicht, wie die legen musst. Hier kannst du die einfach übereinander, nebeneinander oder notfalls übereinander legen, wenn ihr Großfamilie habt oder richtig Hunger. Und Fresh, ich würde sagen, hier Ganze anbraten und XY machen wir jetzt im Foodporn. Machen wir. 3, 2, 1... Willkommen zurück. Ja, jetzt lang genug gewartet. Ich habe mir schon mal den Rest Wein reingezogen, weil der Freshman macht irgendwie gerade so was wie, weiß ich nicht, du machst irgendwie so Entgiftungskur. Du trinkst, überhaupt kein Bier mehr hier. Die Leute schreiben schon drunter. Das stimmt gar nicht. Schreibt mal rein. Wir zusammen, Freunde. Wir zusammen. Für mehr Alkohol für den Freshman. Und jetzt alle. Freshman, Freshman, Freshman. Ja, stehst nicht so auf Chöre, ne? Nee, nicht so. Ja, okay. Ist nicht so meins. Gut, Leute. Also, wir sind durch.
Hat ein bisschen gedauert, aber was lange währt, wird gut, hoffen wir's. Ich habe hier, guck mal, Freshman, wir richten uns ja peu à peu neu ein. Haben wir von unseren Kollegen von Springman diese schicken Teller rangeholt. So, Freunde, und jetzt ist es soweit. Ihr habt gesehen, ich habe die Soße mit ein bisschen, ich habe Stärke und Rotwein reingepackt, also beziehungsweise gemischt. Und das hier nochmal reingepackt, damit die Soße, weil wir haben schon viel Soße. Ne? Das soll ja jetzt keine Reduktion werden, sonst habt ihr nur noch so 400 Milliliter über. Aber damit die Soße, siehst du, so schön andickt und nicht direkt wegläuft. Ich habe gerade mal probiert, also der Soßenansatz, Leute, tight. Tight. Freshman, was hast du? Ich habe es noch nicht probiert. Ach so. Ich habe nicht probiert. Nee, komm, machen wir gleich. Ich komme jetzt eh gleich rum. Okay, pass auf. Ich richte uns hier mal einen an. Kurz gucken. Ah, guck mal, den erwischt hier mit meinem Bondage. Und da, Leute, wie ihr das abbekommt, ne? Deswegen sind diese Piker, ich gehe mal hier so ein bisschen aus dem Bild, Freshman, weil hier sonst sehe ich irgendwie so aus wie das Steam-Monster. Die Piker könnt ihr natürlich einfach rausziehen. Ist natürlich einfacher als die Bindetechnik, aber Leute, bevor es Edelstahl-Piker gab, gab es halt Band. Zwirn, ne? So, da hat der Freshman... Oh, sag's nicht, bitte sag's nicht. Ja, was ganz Tolles mitgebracht, und zwar hier seine Nagelschere von zu Hause. Das ist aber nur für die Füße. Also, das ist für den Hund, ne? Das ist die Hundenagelschere. Genau die. Und da könnt ihr hier einfach einmal hingehen und schneidet hier so ein, zweimal durch. Ist auch so ein bisschen besser, kommt er besser runter als mit einer dicken Küchenschere. Schneidet hier so ein paar mal rein. Sollen wir das vielleicht auflösen, dass du die gerade frisch gekauft hast hierfür? Nein. Nein? Okay. Ich finde das gut, wenn alle Leute denken, da wären noch deine Fußnägel irgendwie. Okay, so, Senior Freshman. Guck mal, habe ich aber echt gut gebondaged hier. Oh, das fällt schon vom Fleisch hier. Das ist ja gut. Wollte gerade sagen, vom Knochen. Aber ja, ist hoffentlich keiner mehr. Wenn du auf den Knochen beißt, haben wir irgendwas falsch gemacht. Okay, Leute, also. Ich zeige euch das einmal hier. So, wir legen die mal so drauf. Und jetzt schneide ich die mal. Wenn ihr die schön anrichten wollt, Leute, schneidet dann die nicht so, sondern so ein bisschen schräg. Oh ja, oh, geht durch wie Butter. Ich wollte gerade sagen. Ja, nice. Da gucken wir jetzt noch ein Stück Zwirn dran. So. Gucken wir mal rein. Guck mal, Freshman. Wenn das nicht tight ist, weiß ich aber auch nicht. Das sieht sehr gut oder? Aus. So, pass auf. Ich würde die jetzt zu Hause, würde ich die so aufstellen. So, guck. Dann, Leute, dazu könnt ihr natürlich Kartoffelstampf oder whatever machen. Ich habe jetzt hier nebenbei, weil wir ein bisschen Zeit hatten, einfach so ein paar Kartoffeln gemacht. So, so. Und jetzt kommt last but not least natürlich hier, auch guck mal. Riechst du das? Ja, ich rieche das. Das riecht mega lecker. Es ist weihnachtlich mit den Gewürzen. Oh, man riecht Piment, man riecht Nelken. Und jetzt guck mal, Freshman, geben wir das hier einfach ordentlich drüber. Okay, Leute, so. Ihr seht ja hier in der Location super, dass es noch heiß ist. Wir essen also nichts Kaltes. Freshman, was meinst du, wenn das nicht schön aussieht? Das sieht super aus. Weiß ich aber auch nicht. Super geile Rouletten. Rouletten, genau. Das ist russisch Roulette, ist das, Freshman. Pass auf, du stellst die Kamera ab und kommst rum. Bring mal noch Messer und Gabel mit. Mach ich. Dann können wir hier probieren und es endlich gut gehen lassen. An alle Omas da draußen, ich bin gespannt, was der Freshman sagt, wie es schmeckt. Komm, Freshman. Ich komm. Da ist er mal, Ladies and Gentlemen, the Freshman in the house. Ja. Indisch, stimmt, ist auch deutsch, ne? Wir haben leider weder Gabel noch Messer noch sonst irgendwas, weil wir sind hier noch ein bisschen hier Sparta eingerichtet. Ja. Ne? Das ist spartanisch eingerichtet! Richtig, ich habe Bier mitgebracht. Oh, warte. Ja? Alex, guck mal hier, Leute. Eingeweiht. Ja, wie gesagt, Glas habe ich zu Hause vergessen. Ja, nice! Woo! You had me at bacon, bitch. Okay. Das Bitch steht da nicht. Achso, sorry. Bitch hätten wir auch noch. Alex, den nächsten machst du mit Bacon Bitch. Bacon Bitch, das wäre auch geil gewesen. Na egal. Ja, cheers. Grüßerchen. Boah, war richtig kalt hier. Oh ja, es war auch noch ein kalten Kühlschrank. Ja, lass probieren. Was sagst du? Es sieht super aus, es riecht mega. Sag mal. Du kannst ja auch noch... Soll ich sagen? Ja. Sag mal. Ja. Okay.
Es riecht mega weihnachtlich. Ist richtig geil. Ich probiere mal kurz schon mal die Soße. Die hast du ja eben schon. Tight, oder? Boah, ist geil. Richtig geile Soße und dann aber so noch so ein Kick Weihnachten mit drin. Mhm, genau. Geil, mega. Weihnachtliche cool. Gewürze, ein bisschen Thymian, ne? Ja. Kommt richtig gut. Geil raus und auch durch diese, es röstet ja alles mit und du hast den Fleischsaft, der reinkommt, ne? Und du dann das passieren und dann, wie gesagt, ich habe jetzt ein bisschen Cider reingemacht. Den habe ich schon genommen von unserer Weihnachtsfolge übrigens. Kleiner stimmt. Teaser, da kommt ein bisschen Cider mit ins Spiel. Was wir nicht hier hatten, was ich sonst reingemacht hätte, wäre Portwein, auch geil. Ihr braucht auf jeden Fall so ein bisschen was Süßes. Und um der Süße wieder entgegenzuwirken, Leute, habe ich so einen Schuss Balsamico-Essig noch reingemacht. Dass das halt alles wirklich, wirklich, wie sagt man so schön, Umami ist. Okay, Leute. Kartoffeln habe ich ganz schnell nebenbei gemacht. Das sind übrigens, falls ihr es wissen wollt, diese Premium-französischen Larat-Kartoffeln. Die sind sehr geil. Also für Kartoffeln sind die echt, das sind tighte Kartoffeln. Freshman, pass auf. Ja, komm. Ich schneide hier einfach mal so ein Stück ab. Und dann sagst du mir mal, was du davon hältst. Mhm. Denn wir haben es ja ein klein bisschen anders gemacht, als ich es jetzt auch von meiner Oma kenne. Das stimmt. Ja gut, allein mit Lardo und Parma. Ne? Lardo und Parma ist halt schon gut. Okay, pass auf. Ich nehme mal hier ein bisschen was weg. Schöne Soße. Mhm. Ach Gott, stell dich nicht an. Ich warte hier. Wie lange waren die jetzt eigentlich im Ofen? Zwei Stunden. Hm? Wie viel? Check weiter. Diggi! Digga, ciao. Ey, das sind wirklich geile Rouladen. Boah. Aber auch die selbst eingepickelten Zwiebeln, merkst du? Mhm. Säure? Die Gurken. Klein bisschen Süße vom Senf. Genau, also mit den Gurken, weil ich habe die ja vorhin pur probiert. Die schmeckt man richtig geil raus. Also wirklich mit selbstgemachten Gurken oder mit selbstgepickelten Gurken ist echt nochmal geiler. Damn. Das ist richtig, richtig lecker, Leute. Mhm. Wir kommen gar nicht mehr hier aus dem Essen raus. Ne? Nee, ne? Vielleicht machen wir kurz Fast Forward. Mhm. So. Hört sich erschrocken? Mhm. Aha, Mund noch voll. Mhm. Machen wir wieder kurz Fast Forward, ja? Mhm. Okay, so Leute, ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal so auf Sachen gestürzt haben. Oh nee, also die sind wirklich mega geil. Aber Leute, das ist auch das Ding Soul Food, ne? Wenn du an Soul Food denkst, das ist für mich Soul Food. Mhm. Okay Leute, wir gehen gegen Weihnachten zu. Leute, einen ganz, 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 ganz herzlichen Dank. Wir haben vorhin gesehen, bevor wir gedreht haben, dass wir die 20.000 geknackt haben. Ihr zu Hause seid die absolut geilsten. Frisch, wir machen mal hier Feuerwerk. Machen wir Applaus für euch. Applaus für euch. Machen wir mit. Hier, ne? Machen wir mit. Vielen, vielen Dank. Ihr seid die geilste Community, die es da draußen überhaupt gibt. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächstes Mal einschaltet. Läutet das Glöckchen hier unten drunter. Dann verpasst ihr kein Video mehr von uns. Auch nicht unsere Silvester- und Weihnachts-Specials. Und dann hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wiedersehen zu einer neuen Folge. Barbecue. Madness. Geil. Ciao, ciao. Ciao. Subscribe.